Was machen wir jetzt? Ich sprich mit Dr. Amari. Bringt Jet zu Mama Murphy. Das will ich eigentlich eher nicht tun. Ja, genug zu tun haben wir eigentlich, ne? Sprich mit Dr. Murray. Machen wir das mal. Ups. Ach klar, wir sind ja gleich hier. Ja. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Und warum nicht? Aha, damit die Entwickler das nicht einbauen müssen. Das habe ich euch aber enttarnt. Kann ich so mitreden? Irma. Und gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Achso, aber wir können nicht antworten. Upsala, knallen will ich es auch nicht. Guten Tag. Das, ja, brauchst du das? Ich meine, jetzt ist es zu spät, jetzt ist immer. Ist das ein Kotzeimer? Das ist auch ein Kochtopf. Ist da was drin? Gut, dann stelle ich ihn wieder hin. Ist das Dank. Etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend. Ja, da kommst du noch dahinter. Wie so ein Staubsauger. Hoch, wer ist das? Wer bist du? Weg von mir! Hi. Der Doc hat gesagt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so. Ich bin in Quarantäne. Das ist doch der, den wir gerettet haben, oder? Klar, die hat ihm das Gedächtnis schon verändert. So, sie braucht also unsere Hilfe. Dr. Amari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Er erinnert sich an überhaupt nichts mehr? Ich bin sehr gründlich. Sein neues Leben begann auf einem kleinen Gehöft bei Roxbury. Mehr weiß er jetzt nicht mehr. Du kannst zwar mit ihm reden, aber egal, was du ihn fragst, er erinnert sich nicht an dich. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu verabschieden. Er hat vor der Betäubung recht viel von dir geredet. Tut mir leid, dass du es nicht mehr geschafft hast. Also, wie sieht dein Plan aus? Wie kriegen wir ihn hier raus? Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Er war nie hier. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst. Darauf ist eine persönliche Nachricht. Nur für dich bestimmt. Persönliche Nachricht auf dem Tisch. Wo denn? Ich hab's bestimmt schon mitgenommen, diesen Staubsauger. Ja, ich glaube, die habe ich schon mitgenommen. Persönliche Nachricht. Kann aber auch sein, dass sie vorne liegt. Wer bist du? Weg von mir! Okay. Ciao. Persönliche Nachricht auf dem Tisch, bevor ich rausgehe. Das ist bestimmt hier vorne irgendwo. Hier vielleicht? Nein. Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Auf welchem Tisch meint sie?
Alles klar. Wo ist es denn? Jetzt habe ich nämlich nicht da. Der Doktor meinte, ich könnte mich verabschieden. Ich habe beschlossen, die Operation durchführen zu lassen. Ich weiß, dass ich dann meine Erinnerung verlieren werde. Aber sei nicht traurig. Ich habe Albträume. Und diese Welt, das SEB, gejagt zu werden, damit komme ich einfach nicht zurecht. Alle sagen, dass es sicherer für mich ist, wenn ich ein neues Leben anfange. Ich weiß, dass ich zumindest glücklicher sein werde. Ich bedauere nur, dass ich alles vergessen werde. Auch den alten Stockton, Highrise und dich. Wenn ich zurückblicke, ist da nur Angst. Schlimmeres als Angst. Aber ich werde meine neuen Freunde vermissen. Es ist soweit, H2. Ich... danke. Alles klar. So, wir müssen alles töten. Hab ich an sich nichts gegen. Solange es kein Runner ist. Das hat gesagt, Gen 1 Synths, das sind diese. Ja, die Blechbüchsen da eben. Wo wäre das denn? Da oben. Dann kann ich doch von der Kinderkrippe aus dahin rennen. Sollte kein Problem sein. Normalerweise. Hier muss ich lang. Naja, Munition haben wir eigentlich. Guck mal, wie viel wir hiervon noch haben. Was ist das denn? Was war das denn? Doch, eigentlich haben wir genug Munition mittlerweile. Was natürlich nicht schlecht ist, denn man braucht ja eigentlich bei jeder Mission, geht es eigentlich nur noch darum, erschießt den und das. Manchmal ist das Spiel merkwürdig. What the fuck ist, was ist das? Ich glaube, dass es Raider waren, die Sims gekillt haben. Moment. Uns wurde derselbe verdammte Auftrag zugewiesen? All unserem Bereichseinteilungsbullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Du hast den Auftrag von der Good Neighbor Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold. Wie kann sowas überhaupt passieren? Tja, Griswold hat Probleme und schickt im Hauptquartier eine rätselhafte Botschaft. Brauchen Hilfe. Aber auch Frau Doktor hat Probleme und schickt ihre eigene verdammte Botschaft. Und dann fängt die Komödie an. Das ist der Preis, den wir für unsere Sicherheit bezahlen. Sag mir bloß nicht, dass du den Mist glaubst. Meine Güte. Also, da wir ja beide hier sind, könnten wir doch auch gemeinsam die Erde zum Beben bringen, oder nicht? Hab schon lange darauf gewartet, dich mal in Aktion zu sehen.
Zeigen wir es Ihnen, Glory. Geh du ruhig vor. Alles klar. Hat sie es gesagt? Hat ihr nicht gefallen? Warum? Ist die eifersüchtig? Meine Jungs aus Griswold haben mir rein gar nichts über diesen Ort erzählt. Seltsam. Nur Walden Center ist gefährlich. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Alter, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsknarre. Ah, hier sind noch ein paar Raider. Ich könnte mal gerade ein Stimpack nehmen, sehe ich gerade. Oder warte mal, ich habe gerade ein Wässerchen gefunden. Gewebeprobe nehmen. Ja. Bitte, Hose, ich ach, scheiße. Gen 1. Aber wenn es sein muss. Mann, aber können wir sie nicht einfach, keine Ahnung, verscheuchen? Ach. Sensor meldet feindliche Präsenz. Zack. Was ist denn mit der? Alter, was ist denn hier los? Die mit ihrer Minigun fetzt ja einfach durch. Alter. Protektron aktiviere ich nicht mehr. Ja, es hat ein bisschen Materialer vor. Verbessertes Schloss. Oh, kann mal jemand nicht verbessern, damit ich besser spiele? Ja, schon wieder! Nicht bewegen und es geht auf! Mag es dich! Okay, wir müssen den Aufzug, glaube ich. Und eins runterfahren. Ne, hier sind noch ein paar. Also auf der Etage hier. Huch. Was ist hier vorne? Ja!
weil es dann zu einfach wäre. War denn der Aufzug? Überaktives Sensor meldet feindliche Präsenz. Ist da jemand anwesend? Ciao. Möglicherweise kannst du mal die Schnauze halten. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Analysiere Schaden. Flupp. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch. Ach, was ist heutzutage schon hygienisch, vor allem hier. Mal nachladen. Die haben wir gut aufgeräumt, die haben wir wirklich hier alles und jeden getötet. Da waren wir hier schon mal drin, ich glaube nicht. Hi. Raider töten, oder? Das ist doch scheiße. Was? Ich kann ja nicht durchschießen. Schnauze. Schieß dich auf mich, du Penner. Ich hab den Arsch gefunden. Hält das Geld, ja? Alles klar. Seinen Namen. Brauche ich alles nicht. Das war leicht irgendwie. Hat aber auch Spaß gemacht. Und Löffel ab haben wir auch. Netzrelais spulen, die Knarren lasse ich hier liegen. Wo ist denn Glory? Glory. Die olle Glory. Wo ist sie denn? Hab ich jetzt echt im Aufzug gelassen? Das wäre jetzt natürlich echt gemein, aber ich geh mal nachgucken. Ich habe mehr als genug Dunkelheit erlebt. Glory. Und Morden ist gesichert. Ich sage Griswold, dass das Paket im Anmarsch ist. Es war mir ein gottverdammtes Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Wenn alles planmäßig läuft, sollten wir uns im Feld nicht mehr über den Weg laufen. Aber planmäßig läuft bei uns ja selten was. Also, wir sehen uns. Ciao. Das hat Spaß gemacht. Rückwärtsgang. Dankeschön. Ah, alles klar, dann sagen wir mal Amari Bescheid.
Maschine hinreisen. Nach Guten Neber. Ah ne, Desdemona müssen wir Bescheid sagen, nicht Amari. Desdemona. Was ist der Name? Hat aber auch wieder irgendwie was. Desdemona. Wo ist er? Unterschlupf Randolph hat einen weiteren toten Briefkasten für dich. Alles klar. Sprich mal mit Dr. Amari. Sie hat sicher mehr Infos zum Weg. Der Weg ist frei. H-222 kann gefahrlos weiterziehen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei, Amari meldet, dass H-222 es gefahrlos geschafft hat. Es war schön, H-2 noch einmal helfen zu können. Sieht aus, als hätte er einen Schutzengel. Fürs Erste ist die Krise vorüber. Nimm das hier. Das hast du dir verdient. 2 Stealth Boys und 200 Kronkorken. Warum nicht? Hey. Und du so? Ja? Was meinst du? Wir müssen Forscher und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Ich dachte immer, die größte Herausforderung des wissenschaftlichen Fortschritts wären die Grenzen des menschlichen Gehirns. Aber stattdessen bist du es, so herrlich ablenkend. Ja, ja, juhu. Sagt ihr das jetzt nochmal? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Es läuft besser denn je. Ich hatte nicht gewusst, dass das Leben so schön sein kann. Die Wimpern bangen durch die Brille. Mehr gibt es nicht. Wie du wünschst.